Hallo, ich bin Udo Geibers und ich spiele den Chris in Miss Saigon. Hallo, ich bin Vanessa Heinz und ich spiele die Kim in Miss Saigon. Der Startschuss für die Proben des Welthit-Musicals Miss Saigon ist gefallen. Im Zentrum steht die Liebesgeschichte eines amerikanischen Soldaten und einer jungen Vietnamesin, die eigentlich so viel unterscheidet und trotzdem vereint sie etwas. Dass wir beide in dieser Situation sind, in diesem Krieg zu sein und so einer gewissen irgendwie Hoffnungslosigkeit verfallen sind, die wir uns aber dann wieder nehmen, weil wir uns haben. Ja, weil wir ineinander einen Ausweg sehen aus dieser furchtbaren Situation. Genau. Sag, dass du ihn verlässt. Doch du, lass es, denn mein Entschluss steht fest. Wir sind ein Paar bis in den Tod. Lass ihn ruhen. Seid ihr zu euren Rollen denn gekommen? Wie war der Audition-Prozess? Wow, ja, das ist mittlerweile gefühlt 5 Jahre her, weil wir natürlich eine Pause hatten. Aber als ich diese Ausschreibung gesehen habe von Miss Saigon, habe ich keine Sekunde gezweifelt, dass ich mich dafür bewerbe. Und dann haben wir uns sogar auch kennengelernt hier in Wien. Und sind dann nochmal später nach London geflogen, auch für eine Audition. Und das hat sich sofort sehr gut angefühlt mit der Vanessa. Und und zum Glück machen wir das dann jetzt auch zusammen. Und gegen Lampenfieber haben die beiden ihre ganz eigenen Tricks, wie zum Beispiel Glücksbringer. Ich habe immer diese Kette hier bei mir, die habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen nach unserem. Na gut, erstes Jahr nicht, aber nach einem Dreivierteljahr. Und die habe ich immer bei mir. Ich nehme die auch sehr ungern ab, aber manchmal lässt sich das natürlich nicht vermeiden. Aber die ist eigentlich immer bei mir und die gibt mir auch immer Sicherheit. Und wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht so wohl fühle, gibt sie mir aber direkt einfach viel mehr Sicherheit. Kannst du die auf der Bühne tragen? Oder? Nein, das geht nicht, aber die ist dann in der Umkleide und wartet auf mich, bis ich wiederkomme. Okay, super. Genau. Nach der Vorstellung geht das sofort wieder. Ja, sofort wieder. Don't touch me. Okay, und deine Glücksbringer-Story? Meine Story, ich habe nichts dabei, weil ich noch nicht eingerichtet bin, aber ich hatte was vor und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe, als ich die Nachrichten bekommen habe, dass ich diese Rolle bekommen habe, habe ich alle meine Personen, die mir wichtig sind, angerufen per Videocall und ein Screenshot gemacht, als sie erfahren haben, dass ich diese Rolle bekommen habe. Und diese Fotos werde ich alle ausdrucken und in meiner Garderobe aufhängen. Das ist richtig schön. Ja. Das ist wirklich voll schön. Sind sie wirklich scharf alle? Oder? Nee. Okay. Nee, gar nicht. Manche erkennt man auch gar nicht, aber dann schreibe ich vielleicht einen Namen drunter. Oder ist es nur für mich, dass ich weiß, dass es der. Ja.